Hey, ich bin der Purple Hunt von Gamehouse Germany und heute möchte Mafia, sitzt ihr neben mir, euch zeigen, wie in FIFA 11 Freistöße funktionieren. Nur vorweg, wenn ihr jetzt irgendwelche Musik hört, die ist von meiner Schwester nebenan. Also einfach nicht beachten. Jo, also, fangen wir mal an mit dem zweiten Teil unserer geilen Gaming-Nacht. Einfach mal mit so einem Distanzfreistoß, 35 Meter. Ihr zielt so ungefähr aufs Tor, dann drückt ihr die Xbox-Controller-Sprache, die LB-Taste auf der Playstation, die L1-Taste, also die linke hintere Taste, die obere, haltet gedrückt. Und dann drückt ihr den Steuerknüppel, womit ihr halt den Spieler bewegt, nach vorne und ein wenig nach links. Ah, es hat automatisch geschossen. Das war ich nicht, so schlecht schieße ich natürlich nicht. Also mal so, halt gedrückt halten, nach vorne drücken und ein bisschen nach links, damit kriegt der Spin. Schon werden die Bälle ganz schön gefährlich. Was passiert, wenn man jetzt den Steuerknüppel nach unten drückt, womit man lenkt? Das zeige ich euch jetzt auch. Dann gehen die Bälle mal über nach rüber. Weil halt dieses Bewegen nach vorne halt die Körperhaltung bestimmt. Bei einem nahen Ball gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man zieht auch wieder so und schießt ihn dann flach unter der Mauer her. Jetzt wäre er halt nicht so gut. Oder man drückt halt die RB-Taste oder R1-Taste, je nachdem welchen Controller ihr benutzt. Ist halt die rechte erste Taste von hinten. Haltet die gedrückt und dann hier nur locker schießen und dann zirkelt ihr den Ball rein. Das Ding könnt ihr auch aber auch aus einer größeren Distanz machen, so hier so. Und damit zirkelt ihr halt die Bälle sehr schön in die längeren Ecken rein. Ja, indirekte Freischüsse gibt auch wieder zwei Methoden. Von hier entweder man drückt jetzt nach vorne wieder und knallt den Ball dann so mit der Flankentaste in den Strafraum nach vorne drücken, dann kommen die halt stärker und flacher. Oder man macht das halt wieder, indem man den Steuerknüppel da hinten zieht und die Bälle kommen in einen höheren Bogen rein. So, das war jetzt das kleine Freischuss-Tutorial. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten. Ciao.